Liebe Schülerinnen und Schüler, heute zeige ich euch anhand des folgenden Beispiels, wie man abstraktere Aufgabenstellungen zu den Regeln des Differenzierens löst. Gegeben sind sechs Funktionsgleichungen mit einem Parameter k, wobei k aus z und k ungleich 0. Aufgabenstellung: Für welche der gegebenen Funktionsgleichungen gilt der Zusammenhang f' von x ist k mal f von x? Für alle x aus R. Kreuzen Sie die zutreffende Funktionsgleichung an. Antwortformat 1 aus 6. Wir müssen die richtige Lösung herausfinden. Sehen wir uns einmal den Zusammenhang f' von x ist k mal f von x an. Was bedeutet dieser Zusammenhang? Er bedeutet, dass sich die Ableitungsfunktion von der ursprünglichen Funktion nur durch eine multiplikative Konstante k unterscheidet. Und das wollen wir jetzt überprüfen. Die erste Funktion, die wir hier sehen, f von x ist k, ist unsere konstante lineare Funktion mit der Steigung 0. Dementsprechend ist die Ableitungsfunktion f' von x gleich 0. Und da 0 gleich k mal k zu keiner richtigen Lösung führen kann, laut Angabe ist ja k ungleich 0, ist die erste Funktion auszuschließen. Die zweite Funktion f von x ist k durch x, habe ich bereits ein wenig umgeformt, sodass das x im Zähler steht und ich erhalte f von x ist k mal x hoch minus 1. Mit Hilfe der Potenzregel können wir diese Funktion ableiten. F' von x ist gleich, der Exponent wird nach vorgeschrieben, minus 1 mal k und der Exponent um 1 reduziert, mal x hoch minus 2. Und wir sehen, allein aufgrund des Exponenten kann dieser Zusammenhang nicht hergestellt werden. Die dritte Funktion, eine homogene lineare Funktion, f von x ist k mal x, hat an jeder Stelle die Steigung k. Dementsprechend ist die Ableitungsfunktion f' von x gleich k. K kann nicht k mal x sein. Das heißt, wieder ist eine Funktion auszuschließen. Bei der vierten Funktion handelt es sich um eine Potenzfunktion. Wir können so wie bei der zweiten Funktion die Potenzregel anwenden. Der Exponent wird nach vorgeschrieben beim Ableiten und um 1 reduziert. Wir erhalten f' von x ist k mal x hoch k minus 1. Aufgrund des um 1 reduzierten Exponenten kann diese Gleichung nicht stimmen. F' von x wäre k mal x hoch k minus 1 und nicht k mal x hoch k, wie es gefordert wäre. Wir kommen bereits zur fünften Aussage. Die fünfte Gleichung ist eine Exponentialfunktion. Und wenn ihr das Überblicksvideo gesehen habt, wisst ihr, dass es sich hier um eine verkettete Funktion der Form f von k mal x handelt. Wir müssen es ableiten, indem wir zunächst die Ableitung der äußeren Funktion bilden und die innere unverändert lassen und anschließend die innere Ableitung der Funktion k mal x bilden. F' von x ist dementsprechend, die E-Funktion bleibt beim Ableiten erhalten, e hoch k mal x, und jetzt kommt multiplikativ angehängt die innere Ableitung von k mal x. Und wenn wir das jetzt mit unserer ursprünglichen Funktion f von x ist e hoch k mal x vergleichen, dann sehen wir, hier ist die Funktion f von x zu finden und wir haben bereits eine richtige Lösung gefunden.
Trotzdem überprüfen wir noch, wie das mit der sechsten Funktionsgleichung aussieht. Hier ist f' von x die Ableitungsfunktion, wieder eine verkettete Funktion, äußere Ableitung, die Sinusfunktion wird abgeleitet und wird zur Kosinusfunktion, wobei zunächst die innere Funktion erhalten bleibt und anschließend wird die innere Funktion abgeleitet, mal k. Und eleganter ist es, dass die multiplikative Konstante nach vorzustellen, und wir sehen, aufgrund der Tatsache, dass die Sinusfunktion beim Ableiten zur Kosinusfunktion wird, kann dieser Zusammenhang hier nicht hergestellt werden. Und das fünfte Beispiel ist unser richtiges Beispiel. Und schon sind wir auch wieder fertig.